Zwei Stunden dauerte es, bis drei Kampfkompanien mit zusammen ungefähr 500 Mann aus Hohlplatten gerät eine Kriegsbrücke von 1150 Meter Länge über die Schlei von Schleswig bis Fahrdorf in Holstein gebaut hatten. Die Fährteile bestanden aus 100 Meter langen Einzelstücken. Anlass der Übung: zehnjähriges Bestehen des schweren Pionierbataillons 718. Das Ganze spielte sich ab an einem Samstagnachmittag. In einer Stunde wurden rund 150 Fahrzeuge übergesetzt. Und schon bei Einbruch der Dunkelheit waren die Soldaten mitsamt ihrem Gerät wieder zu Hause.